Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Social Media A-Vorlesung in diesem Sommersemester 2022. Heute in unserer ersten Einheit stehen zwei Themen am Programm. Ich werde Ihnen erklären, wie die Vorlesung organisatorisch abläuft. Das inkludiert natürlich auch, wie Sie am Ende zu Ihrer Note kommen, wie wir das ganze Semester gestalten werden. Und inhaltlich beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Social Media Geschichte, also die Entstehung und Entwicklung von Social Media Plattformen. Da sehen wir uns einige Entwicklungslinien an. Wie Sie, die Sie jetzt live dabei sind auf Twitch, bereits wissen, streamen wir die Vorlesung. Der Chat steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben oder irgendetwas wissen möchten, tippen Sie jederzeit gerne in den Chat rein. Und ansonsten zur Gestaltung der Vorlesung. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, immer am Donnerstag zu den Vorlesungsterminen hier live auf Twitch. Das wird circa jeweils eine Dreiviertelstunde bis Stunde dauern. Inhaltliche Vorträge zu den einzelnen Themen der Vorlesung. Da haben Sie, wie gesagt, eben auch Gelegenheit, jederzeit Fragen über den Chat zu stellen. Die Videos sind direkt im Anschluss auf Twitch auch verfügbar und ich werde sie dann zeitnah bzw. spätestens bis zum nächsten Vorlesungstermin auch jeweils in Moodle hochladen und zur Verfügung stellen, damit Sie das Ganze auch asynchron anschauen können. Außerdem eine wichtige Information für Sie: Wir haben eine Tutorin zu unserer Vorlesung und Flora kümmert sich zum einen um organisatorische Angelegenheiten, das macht sie sehr großartig. Wenn Sie technische, organisatorische Fragen haben, dann schicken Sie gerne mir oder auch direkt ihr ein E-Mail und sie schreibt auch Zusammenfassungen der einzelnen Vorlesungseinheiten, die bekommen Sie dann gemeinsam mit den Videos als PDF im Moodle zur Verfügung gestellt. Was betrifft den Stoff oder den Umfang der Vorlesung betrifft, relevant für die Prüfung ist das, was ich Ihnen hier in den Livestreams erzähle, beziehungsweise das, was auch in den Zusammenfassungen steht. Zur einen oder anderen Vorlesung wird es auch weiterführende Literatur bzw. Videos geben. Das werde ich alles im Moodle dokumentieren und das, was dann im Moodle sozusagen als Gesamtsemesterstoff zur Verfügung steht, ist eben auch das, was für Sie prüfungsrelevant sein wird. Stichwort Moodle. Ich habe heute in der Früh die Struktur der Vorlesung hier mal angelegt, da haben Sie alle Zugriff drauf. Sie finden hier, wie gesagt, die einzelnen Vorlesungsthemen, heute Social Media Geschichte. In der nächsten Woche, am 17.03., widmen wir uns dann dem Thema Social Media Definitionen und Building Blocks. Und wie gesagt, Sie finden dann hier jeweils die Videos und die Zusammenfassungen. Ah, erste Meldungen im Chat. Wow, eine Botschaft und schon 100 Messages bekommen heute. Naja. So, ein Chat ist schon eine gute Sache. Nebenbei bemerkt, einer der Gründe, ich mache die Vorlesung in diesem Semester online. Einige von Ihnen haben mich angeschrieben, ob das möglich ist, auch aufgrund von Terminkollisionen. Das ist die eine Sache. Zum Zweiten ist es so, dass natürlich gerade bei dem Thema Social Media sich eine Nutzung der Plattformen, über die wir hier sprechen, selbstverständlich auch anbietet. Die Videoplattform, auf der Sie hier zusehen, Twitch, die stammt ja ursprünglich ganz und gar nicht aus dem, ich sage mal, seriösen oder Bildungsbereich. Twitch ist eine Game-Streaming-Plattform, dafür wurde es ursprünglich gegründet. Vor, ja, ich sag mal, wie lange ist das her, 10 Jahren, da hatte ich so die ersten bekannten Hardcore-Gamer, die sich da Streams angesehen haben. Ob sie sich das vorstellen können oder nicht, und da sind wir auch schon mitten im Thema History, war damals für mich als Gelegenheitscomputerspieler relativ skurril, die Vorstellung, anderen beim Computerspielen zuzusehen. Mittlerweile PewDiePie, der Schwede, einer der weltweit erfolgreichsten YouTube-Influencer, schwedischer Computerspieler, macht großartige, sehr unterhaltsame Play-Along-Videos. Und Twitch ist eben eine dieser Plattformen, die im Zuge der Popularität oder sagen wir mal so der Veränderung des Gaming-Formats von etwas, das man allein vom Rechner tut, hin zu einem Entertainment-Format, bei dem andere zusehen, entstanden ist. Und Twitch ermöglicht es, relativ simpel Videostreams live zu stellen. Vor einigen Jahren hat dann Amazon Twitch gekauft. Die Nutzung der Plattform ist völlig kostenlos. Es gibt den einen oder anderen Premium-Service. Die Eintrittshürden und die Registrierung sind sehr simpel. Das ist auch der Grund, warum ich es gewählt habe.
Und im Lauf der letzten Jahre hat sich Twitch auch außerhalb dieser Gaming-Community einiger Popularität erfreut. Es gibt da ein breites Spektrum an Inhalten, die man hier findet, von Live-Kochshows über Edutainment, Entertainment, Talkshows, also bei weitem nicht nur Gaming-Content. Und ja, ist natürlich nicht die einzige Livestreaming-Plattform. Livestreams sind auf TikTok mittlerweile auch sehr populär, genauso natürlich auf YouTube und Facebook und so weiter. Und genauso wie Video ein ganz zentraler Bestandteil von Social Media ist. Und natürlich auch solche Systeme wie unser geliebtes Moodle. Deswegen, ja, und man hat dann manchmal auch Gäste im Chat. Dankeschön. Ja, Livestream mit Chat-Einbindung, ein Bestandteil von Social Media. Wir haben mittlerweile, denke ich, kann man sagen, ist Social Media zu einem sehr fixen Bestandteil unserer Medienlandschaft geworden. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch eine Generationenfrage, aber nicht nur. Sie haben zum einen die häufig als Millennials bezeichnete Generation der ab 2000 Geborenen, also die Generation, die mit sozialen Medien, mit digitalen Medien und letztendlich auch mit dem permanent verfügbaren Internet auf dem Smartphone aufgewachsen ist. Da haben Sie die mittlere Generation, wenn man so will, so zwischen 20 und 50 und dann so die Älteren. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Nutzungsmuster, aber eine Sache ist ganz klar und das sieht man eigentlich in jeder aktuellen Wirkungsforschung oder Mediennutzungsuntersuchung, je jünger die Zielgruppe, desto höher der Zeitanteil des Social Media Nutzungsbudgets. Es ist tatsächlich so, dass natürlich auch dank Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, Disney und ähnlichen lineares und selbstverständlich YouTube und anderen Videoplattformen auch in dieser jungen Zielgruppe lineares Fernsehen kaum eine Rolle spielt. Das kennen Sie wahrscheinlich von Ihren eigenen Mediennutzungsgewohnheiten. Man schaltet vielleicht in letzter Zeit nach 2 Jahren Pandemie und Corona etwas häufiger, dass man mal den Fernseher einschaltet und einen Nachrichtensender sieht. Aber ansonsten ist lineares Fernsehen längst abgelöst worden durch On-Demand, durch Streams und so weiter. Wir werden uns im Laufe dieses Semesters dem Thema Social Media aus verschiedenen Richtungen oder Perspektiven nähern. Wie bereits erwähnt, beginnen wir heute mit der geschichtlichen Entwicklung, mit den ersten historischen Entwicklungslinien. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal die Definition an. Was ist eine Social Media Plattform? Was macht Social Media Plattformen aus? Was sind die typischen Kennzeichen? Und werden uns dann im Laufe des weiteren Semesters mit Themen wie Datenschutz, Marketing, sowohl im organischen Bereich als auch mittels der verfügbaren bezahlten Werbungen über die Kampagnenmanager und mit dem Thema Storytelling und natürlich auch mit den einzelnen Plattformen im Detail befassen. Nicht mit allen, aber genauer ansehen oder einen besonders genaueren Blick werden wir auf LinkedIn werfen. Das ist, wenn Sie so wollen, mein Spezialgebiet und ist mir auch sehr wichtig, dass Sie als Teilnehmerinnen dieser Vorlesung auch etwas Praktisches, sage ich mal, für Ihr Berufsleben mitnehmen können. Diese Vorlesung ist ja Teil des Publizistik-Curriculums, aber auch des Erweiterungskurriculums für andere Studienrichtungen. Das heißt, wir haben da erfahrungsgemäß Studierende aus unterschiedlichen, ich sage mal, Stadien des Studiums dabei. Einige von ihnen arbeiten vermutlich auch bereits Fulltime oder nebenbei. Aber auch alle anderen werden sich in näherer Zeit, in näherer Zukunft Gedanken um ihre berufliche Karriere machen, vermutlich. Ob das jetzt in Richtung Selbstständigkeit geht oder Anstellung, da ist LinkedIn natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Das ist auch ein Kennzeichen von Social Media. Es ist eine Querschnittsmaterie. Wir finden es im Unterhaltungsbereich. Es wird beruflich immer relevanter und wie gesagt, die letzten 2 Jahre Covid sowie die Notwendigkeit, Sie kennen das auch von den Uni-Vorlesungen, teilweise auch von der Arbeit, die Notwendigkeit von Homeoffice und Online-Meetings, die hat natürlich diesen digitalen Medien nochmal einen starken Push verloren. Jetzt sagen aber mittlerweile durchaus alle Analysten, dass selbst wenn die Pandemie komplett endet, dass die Organisation unseres Arbeitslebens oder sagen wir mal so, die Häufigkeit von beruflichen Reisen nicht mehr dieses Niveau erreichen wird, sondern dass man einfach mehr online macht. Und in diesem Bereich von Privat-, Berufsleben bis hin zum Online-Shopping, da spielt Social Media überall eine Rolle. Und mein Ziel mit dieser Vorlesung besteht darin, Ihnen einen
Überblick über die praktischen Anwendungsmöglichkeiten, über die Marketingoptionen zu geben. Und damit komme ich wieder zum organisatorischen Teil. Wie Sie wissen, ist unsere Social Media Vorlesung in zwei Teile geteilt. Social Media A, das ist der Teil, den Sie gerade hören, und Social Media B, Social Media B, den Kollegin Anni Waldherr hält. Die Idee ist, dass Sie im Social Media A-Teil sich, oder dass wir uns eher mit den praktischen Aspekten befassen und Sie im B-Teil Input zu soziologischen, kommunikationswissenschaftlichen Theorien und weiteren Backgrounds bekommen. Die Prüfung über die Gesamtvorlesung ist eine gemeinsame Prüfung über beide Prüfungsteile und wir hatten in den letzten Semestern auch bedingt durch Covid unterschiedliche Prüfungsmodalitäten. Das waren die letzten paar Male waren es Online-Multiple-Choice-Prüfungen. Wir hatten auch schon offene Prüfungsfragen, online oder offline. Wie auch immer, da werden wir Sie im Laufe des Semesters noch genauer darüber informieren. In jedem Fall ist das Maximum, das Sie bei der Prüfung erreichen können, 100 Punkte. Bei einer Multiple-Choice-Prüfung sind das in dem Fall 50 Fragen mit je 4 Antworten einer richtigen Antwortmöglichkeit, also 2 Punkte pro Frage. Bei offenen Fragen sind es 10 Fragen, jeweils 5 Fragen aus dem A-Bereich, 5 aus dem B. Bei Multiple Choice eben 25-25. Mit 91 bis 100 Punkten erreichen Sie ein sehr gut und so weiter. Es sind mindestens 51 Punkte erforderlich, um die Vorlesung positiv abzuschließen. Wie Sie wissen, handelt es sich um eine Vorlesung, das heißt, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Natürlich freue ich mich selbstverständlich trotzdem, wenn Sie live im Stream dabei sind und auch gern die Möglichkeit des Chats nutzen. Claude ist mit, ja, Flecki. Bekommt man mit der bestandenen Prüfung aus Summe A und B dann 6 ECTS? Soweit ich weiß, ja. Flora, bitte im Zweifelsfall nochmal korrigieren, falls ich da was Falsches sage. Ja, das sind 3 ECTS jeweils, aber Sie können eben nicht nur einen Teil der Prüfung absolvieren, sondern Sie müssen es gesamt machen. 6 ECTS. Perfekt. Genau. Keine Anwesenheitspflicht, eine Vorlesung. Ich möchte Sie auch nicht mit zusätzlicher Arbeit zuschütten, aber ich habe mir gedacht, das hat in den letzten Semestern immer sehr gut funktioniert. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, 2 bei mir und 2 bei Anni Walter, also insgesamt 4 freiwillige Übungsarbeiten abzugeben. Es handelt sich dabei um kurze Texte in PDF-Form, so rund 3000 Zeichen. Das sind 2 Übungen, die ich im Laufe des Semesters hier bekannt geben und auch im Moodle online stellen werde. Die erste Übung folgt in der nächsten Woche. Ich sage mal so, der Zeitaufwand ist überschaubar. Wenn Sie diese Übungsarbeiten hochladen, es gibt jeweils einen Monat Zeit dafür, werden wir die korrigieren. Das wird, wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann bekommen Sie pro abgegebener Übungsarbeit 2,5 Punkte. Also insgesamt maximal 5 Punkte hier bei A und 5 Punkte im B-Teil, wenn Sie alle 4 Übungsarbeiten hochladen. Das bedeutet, Sie können sich auf freiwilliger Basis hier sozusagen 10 Bonuspunkte für die Prüfung sichern. Das entspricht ganz genau einem Notengrad. Ja, und wenn Sie, das gilt selbstverständlich für alle Antritte, also für alle 4 Prüfungstermine zu dieser Vorlesung. Kann ich nur empfehlen, machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch. Ich bemühe mich auch immer, wenn es darum geht, einen Text zu lesen oder sich ein Interview anzuschauen, da Dinge rauszusuchen, die ich für durchaus spannend im Kontext unseres Themas halte. Wie bereits erwähnt, wenn Sie organisatorische Fragen haben, zögern Sie nicht. E-Mail oder Forum im Moodle steht natürlich auch immer zur Verfügung. Und damit, bevor ich mich ins Thema stürze, da haben wir eine Frage. Ihre Literaturliste ist ja recht umfangreich, sind einzelne Werke besonders wichtig? Danke für die Frage, Herr Bigalke. Die Literaturliste verstehen Sie bitte als weiterführende Literatur, wenn Sie sich mit einzelnen Themengebieten näher befassen möchten. Für die Prüfung ist ausschließlich das relevant, was Sie im Moodle finden an Videoaufzeichnungen, Zusammenfassungen und weiterführenden Links. Sie müssen die Inhalte der Bücher nicht für die Prüfung im Detail kennen. Ich habe da nur ein paar Bücher rausgesucht, die ich für, ja, die auch recht relativ umfangreiche Bibliografien enthalten. Sie wissen ja, die Zeit, als es Universalgelehrte gab, die ist
seit der Renaissance in etwa vorbei. Ganz am Anfang bei Social Media gab es tatsächlich Social Media Experten und die gibt es nominell immer noch, aber die einzelnen Plattformen haben sich sehr stark differenziert. Ich habe schon erwähnt, LinkedIn ist meine bevorzugte Spielwiese, aber viele meiner Kollegen spezialisieren sich auf Instagram, auf TikTok oder auf andere Plattformen. Dementsprechend viel Literatur gibt es dann natürlich auch zu den einzelnen Plattformen und letztendlich auch zu den einzelnen Anwendungsformen der Online-Kommunikation, von Online-PR über New Work und so weiter. Ja, und damit habe ich, nein, das vergesse ich in diesem Semester nicht, bevor ich jetzt beginne, Ihnen etwas über die Geschichte von Social Media zu erzählen, vielleicht ein paar Worte dazu, warum wir uns hier gegenüber sitzen vor dem Screen bzw. vor der Webcam. Nun, das hat damit zu tun, wir sind Kollegen, ich habe selbst Kommunikationswissenschaft studiert, im vorigen Jahrtausend, war damals noch kombinationspflichtig, mein Nebenfach war Politikwissenschaft und ich begann dann, ich glaube das war so 97, neben meinem Studium als Journalist und auch als Webprogrammierer damals bei der Austria Presseagentur zu arbeiten, habe da gelernt, eben immer Homepages programmiert und bin dann sozusagen in diese Online-Schiene mehr oder weniger reingekommen, habe dann eine der ersten MP3-Download-Seiten gemanagt, habe anschließend für Swarovski und Red Bull gearbeitet und habe mich 2002 selbstständig gemacht und seitdem berate ich meine Kunden bei der Umsetzung von Online-Projekten. Das hat sich natürlich, können Sie sich vorstellen, in den letzten 20 Jahren recht stark verändert. 2002 gab es noch keine Social-Media-Plattformen, zumindest nicht unter diesem Namen, wenngleich durchaus Communities und Foren bereits recht populär waren. Und dann folgten die Blogs, dann kam irgendwann Social Media und dementsprechend habe ich begonnen mit Suchmaschinenoptimierung, dann wurde Social Media immer mehr ein Thema und vor 6 Jahren mittlerweile habe ich mich auf LinkedIn spezialisiert, primär aus Eigeninteresse. Ich kenne aber auch die anderen Plattformen ganz gut. TikTok fasziniert mich momentan sehr und als Besitzer zweier Beagle Terrier habe ich natürlich Instagram früher auch relativ intensiv verwendet. Da waren meine Hündinnen allerdings wesentlich erfolgreicher als ich mit meinen Online-Marketing-Inhalten. Ja, ich weiß, aber das passt schon. Es ist wie im echten Internet sozusagen. Ja, und wie gesagt, in den letzten Jahren viel LinkedIn. Wer sind meine Kunden so neben der Vorlesung hier? Habe ich auch vergessen zu erwähnen, ich habe mein Studium 2000 abgeschlossen, seit 2001 unterrichte ich unterschiedliche Lehrveranstaltungen. Mich selber hat es wirklich sehr gefreut, dass mit dem letzten Studienplan-Update Social Media wirklich als Fach auch Berücksichtigung fand hier bei uns. Ist mittlerweile, denke ich, tatsächlich eine recht ausdifferenzierte Disziplin und Sie sehen das ja auch zum einen. Und eine Sache, da werden Sie bei Kollegin Anni Walter noch viel mehr drüber erfahren. In forschungstechnischer Hinsicht ist Social Media ganz besonders spannend, weil Sie wissen ja, wir als Kommunikationswissenschaftler, wenn wir Daten erheben, apropos momentan ja nicht gerade in ruhigen Fahrwassern unterwegs, der österreichische Meinungsforschung, aber wie auch immer, wenn wir Daten erheben, dann machen wir das über unterschiedliche Tools. Meine Frau, die auch am Publizistik-Institut unterrichtet, ist spezialisiert auf empirische Forschung und Public Relations. Wenn Sie jetzt eine Einstellungs- oder Motivationsbefragung machen, dann müssen Sie entweder einen Fragebogen erstellen, der kann offen sein oder standardisiert, oder Sie arbeiten mit qualitativen Methoden wie Interviews oder Sie nutzen eine Online-Befragung, sprich Sie generieren Daten, die Sie dann auswerten nach verschiedenen Systematiken. Jetzt mal ganz abstrakt gesagt. Und eine Sache, die Social-Media-Plattformen für unsere Disziplin sehr interessant macht grundsätzlich, ist die Tatsache, dass Social-Media-Plattformen, und das hat jetzt nicht nur, sage ich mal, mit der Bösartigkeit und kommerziellen Interesse der Betreiber zu tun, sehr viele Daten über uns speichern, auch dazu später mehr. Das hat auch damit zu tun, dass aufgrund der Art und Weise, wie das Internet technisch funktioniert, sehr viele Metadaten, Nutzungsdaten anfallen. Sprich, Sie wissen jetzt, wenn Sie eine Webseite betreiben, und das gilt natürlich auch für Social-Media-Anbieter, wie viel Zeit hat jemand auf einer bestimmten Unterseite verbracht, wie viele Status-Updates hat er oder sie sich angeschaut, auf was hat er oder sie reagiert. Und das heißt, diese Daten werden gespeichert. Wir als Forscher können da
im Normalfall nicht darauf zugreifen. Es gibt von Twitter beispielsweise, da können Sie sich den Zugriff auf die API whitelisten lassen. Ein Kollege von mir, der Luca Hammer, der in Deutschland studiert hat, der hat lange Zeit, ich glaube, macht auch immer noch so Twitter-Visualisierungen gebaut. Das heißt, er hat diese Metadaten verwendet, um zu zeigen, wer ist regelmäßig mit wem in Kontakt. Das heißt, da geben sich natürlich sehr spannende Forschungsmöglichkeiten, wenn man den Zugriff auf die Daten hat. Und zum anderen, und das ist die Kehrseite, nutzen diese Plattformen selber diese Daten natürlich auch für drei Dinge im Wesentlichen, um unsere Inhalte zu personalisieren, also für die Filterung, mit dem Ziel natürlich diese jeweiligen Newsfeeds, sei es jetzt auf Facebook, auf TikTok oder auf welcher Plattform auch immer, möglichst interessant zu machen und uns dadurch auch dazu zu bringen, möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen, was letztendlich deren Einkommen über Werbung steigert. Die zweite Motivation ist natürlich, dass diese Daten im Lauf der Zeit ziemlich umfangreiche Präferenzprofile ergeben. Wenn Sie regelmäßig Facebook nutzen, dann weiß unter Anführungszeichen der Algorithmus irgendwann, welche Musikrichtungen Sie mögen, was Ihre Interessen sind. Und diese Daten kann man wiederum Werbetreibenden zur Verfügung stellen, wenngleich nicht auf personalisierter Ebene, um ihnen entsprechende Werbung anzuzeigen. Und das dritte ist, und da bin ich wieder beim Bereich der Forschung, dass die Plattformen diese gesammelten Daten natürlich auch nutzen, um ihre Services laufend zu optimieren. Besonders Facebook ist dadurch in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik gekommen. Das war nicht der einzige Vorwurf von Facebook, aber eine aus unserer Perspektive sehr interessante Sache ist die, dass Facebook eine umfangreiche hausinterne Forschungsabteilung betreibt, mit dem Ziel letztendlich die Verweildauer auf der Plattform zu steigern, die Plattform attraktiver zu machen, und die arbeiten da auch mit groß angelegten Kohortentests. Das heißt, sie teilen die Nutzer in unterschiedliche Gruppen ein und zeigen denen dann bestimmte Inhalte. Und da gab es vor einigen Jahren mal, das wurde bekannt, weil eine Facebook-Mitarbeiterin war das in dem Fall, diese Papers geleakt hat. Da gab es groß angelegte Experimente ohne das Wissen der Beteiligten. Sprich, man hat einer Testgruppe einen besonders hohen Anteil an, ich sage mal, negativen, traurigen Inhalten, aggressiven Inhalten präsentiert. Das lässt sich ja relativ leicht über semantische Analyse und Feedback feststellen. Und einer anderen Gruppe fröhlichere Inhalte und hat dann ausgewertet, wie wirkt sich das auf die Verweildauer und auf andere Parameter aus. Nun, ein klassischer Fall, und das war ja auch genau die Kritik daran von ethisch nicht einwandfreier Forschung, die Beforschten wussten nicht, dass sie an einem Experiment teilnehmen. Mittlerweile, sie kennen auch den Begriff inzwischen, nämlich an Doomscrolling. Also das kann ja auch wirklich drastische Auswirkungen haben und bis hin zu Depression führen. Aber nichtsdestotrotz, ich erwähne es auch, um sozusagen Sie darauf hinzuweisen, dass diese Plattformen selbstverständlich Forschungsmöglichkeiten oder die gezielte Auswertung von Daten auch für ihre eigenen Zwecke nutzen. Ja, easy 167 oder easy 167, muss beide Teile machen. Genau, es gibt keine Einzelprüfungen. Ein Blumenstrauß hat keinen Ton. Entweder an den Browser-Einstellungen, ich bin jetzt nicht boshaft und sage am Lautstärkeregler, das ist mir nämlich letztens passiert, ich habe ewig rumgesucht, ich habe an meinem Computer unglaublich kompliziertes Mischpult und viele Mikros hängen und ewig probiert und dann bin ich draufgekommen, ich habe die Lautstärke abgedreht gehabt. Passiert. Es gibt immer viele Fehlerquellen. Manchmal liegt es auch daran, dass wenn man ein Mikro eingesteckt hat oder so, dass Windows dann automatisch oder auch Mac die Ausgabequelle umstellt. Also auch mal aufs Lautsprechersymbol in der Taskleiste klicken. Ja, Social Media Plattformen sind natürlich nicht von gestern auf heute auf die Bühne der digitalen Welt getreten. Man könnte durchaus sagen, die Entwicklung von Social Media war bis zu einem gewissen Grad im Nachhinein ist es immer leicht, gescheit zu reden, aber schon bis zu einem gewissen Grad eine folgerichtige Entwicklung einiger technischer Grundlagen und Formate, die in den 60er, 70er Jahren entwickelt wurden. Und da schauen wir jetzt auch rein. Ich habe ein paar kurze Videos für Sie vorbereitet. Wundern Sie sich nicht, wenn YouTube bei den Mitschnitten die Videos dann rauskürzt, das machen die oft automatisch aus Rechtsgründen. Ich verlinke Ihnen dann die Originalvideos auch im Moodle. Bevor wir einen näheren Blick auf die History werfen, also ein kurzer
Überblick, Social Media Revolution 2022 nennt sich der Clip, dauert 3 Minuten und zeigt anhand einiger, glaube ich, recht beeindruckender Zahlen sozusagen den aktuellen Status quo der Social Media Entwicklung. Viel Vergnügen! Tja, wo kommt das alles her? Beeindruckende Zahlen, zweifellos. Knapp 3 Milliarden Facebook-Nutzer, x-tausende Transaktionen, Interaktionen oder Touchpoints, Berührungspunkte, wie man es auch nennt, von Nutzern mit digitalen Inhalten. Sie haben in dem Video auch gesehen, die Zahlen sind ziemlich aktuell, die sind von Ende 2020. Natürlich hat sich auch in den vergangenen 2 Monaten schon wieder einiges getan. Kommt auch in vielen Fällen, wenn Sie da unterschiedliche Zahlen vergleichen, darauf an, wie man zählt. LinkedIn hat je nachdem 800 oder 750 Millionen Nutzer, die mussten sich vor kurzem, und damit meine ich im Dezember 2021, aus China zurückziehen, beziehungsweise erlaubt die chinesische Regierung, gerade im Kontext der Olympischen Spiele wurde da die Zensur sehr verschärft, die erlauben keine politischen Beiträge, da war LinkedIn so riskant und die Social, das war die letzte westliche Plattform, die dort noch operierte. Und die Social-Media-Funktionalitäten stehen nicht mehr zur Verfügung, wohl aber die reine Lebenslauf-Funktionalität und der Jobmarkt. Das heißt, je nachdem, ob man diese 50 Millionen chinesischen Nutzerinnen dann noch dazu zählt oder nicht, wären es eben 750 oder 800 Millionen. Aber das sind Details, in jedem Fall sehr, sehr beeindruckende Zahlen und eine zweite Entwicklungslinie, die sich da sehr durchzieht und das ist auch ein Trend, der uns im Lauf des Semesters immer wieder beschäftigen wird, das Thema Influencerinnen und Influencer. Basierte ja zuerst, sage ich mal, im B2C-Bereich,
YouTube, Instagram relativ parallel. Ich denke, YouTube war da noch um einiges vorher dran. Die ersten großen populären Kanäle, Nutzerinnen und Nutzer, die mit ihren Inhalten in ganz unterschiedlicher Form große Zielgruppen aufbauen konnten, große Audiences und davon leben. Sie haben gesehen im Video, 26% aller Instagram-Influencer haben ein Jahreseinkommen von über 75.000 Dollar, waren es glaube ich. Also ein beträchtlicher Teil der Marketing- und Werbebudgets von Unternehmen fließt mittlerweile in Influencer-Kooperationen. Was sehr spannend ist und in diesem Bereich auch deutlich zu beobachten, wir haben ja im Marketing, in der Online-Kommunikation diese Unterscheidung zwischen den zwei Bereichen B2C und B2B-Kommunikation. B2C steht für Business to Consumer, bezieht sich auf die Marketingkommunikation rund um alle Endkonsumentenprodukte, Verbraucherprodukte, und B2B, Business to Business, ist die, ja, wenn Sie so wollen, die, das Marketing, die Kommunikation zwischen Unternehmen. Der B2B-Markt ist insgesamt ein wesentlich größerer. Denken Sie beispielsweise an große Unternehmen in Österreich wie Magna. Magna verkauft nichts an Endkonsumenten oder Endkunden, sondern ist ein Zulieferer. Die Kunden von Magna sind in den meisten Fällen Autobauer, Maschinenbauer, Flugzeughersteller und so weiter. Also das ist der B2B-Markt, und selbst in dem Bereich geht der Trend immer mehr hin zu Influencer-Kommunikation. Da sind viele Entwicklungslinien, die man da parallel verfolgen kann. Das hat zum einen mit Glaubwürdigkeit zu tun und zum anderen natürlich auch mit diesem sehr stark geänderten Mediennutzungs- und Medienkonsumationsverhalten. Wenn Sie an die frühe Zeit der Internetwerbung denken, die ersten Werbeformen im Internet waren Banner, also ganz analog zur klassischer Zeitungswerbung. Wenn Sie ein Printprodukt, gerade nichts in Reichweite liegen, ziemlich papierloses Büro, wenn Sie ein Printprodukt in die Hand nehmen, dann haben Sie Werbeflächen, das kann eine ganze Seite sein, ein Teil einer Seite, eben Inserate. Ähnlich agierten Webseitenbetreiber, das heißt, man hat bestimmte Plätze, beispielsweise die Seitenleiste oder den Header für fixe Bannergrößen reserviert, die dort eben angezeigt wurden. Hat funktioniert, weil unsere Bildschirme an Desktops, an Laptops 16:9 Format haben, relativ groß sind und dann noch genug Platz für Werbung ist. Vielleicht ist die oder der eine oder andere von Ihnen auch mit dem Smartphone im Stream dabei, da ist das schon weit schwieriger. Wir haben einen kleineren Bildschirm, der wird im Normalfall vertikal genutzt, und wenn Sie jetzt an Facebook oder an andere Inhalte denken, da ist sowieso nicht so viel Platz, wo jetzt noch einen Banner anzeigen. Dann gab es am Anfang diese unerträglich nervigen, gibt es in vielen Apps immer noch, die Banner, die unten eingeblendet sind, wo man die Klicks, wenn überhaupt, vor allem aufgrund von Nutzerfehlbedienungen bekommt. Und dann kam Facebook, und zwar die erste wirklich populäre Social Media Applikation am Smartphone mit dem Client, und plötzlich war es dann möglich, Werbung direkt im Newsfeed anzuzeigen. Native Advertising im selben Format wie die organischen Inhalte, aber als Werbung gekennzeichnet. In dieser Hinsicht fielen diese beiden Entwicklungslinien zusammen, wenn Sie so wollen. Also zum einen die Verfügbarkeit von immer schnellerem mobilen Internet und zum anderen die Möglichkeit, über diese Social Media Clients auch mobil auf einem für die Werbetreibenden recht gut funktionierenden Weg Werbung zu schalten. Das hat sicher sehr, sehr stark damit zu tun. Aber das war natürlich nicht der Beginn von Social Media. Davor ist sehr viel passiert, und da möchte ich Ihnen jetzt noch ein Video zeigen und auch ein wenig kommentieren über die Entwicklung der einzelnen Nutzungszahlen, nämlich die populärsten Social Media Plattformen 1997 bis 2020. Falls Sie sich jetzt fragen, warum 1997, das hat wirklich recht früh begonnen mit einigen Anbietern oder Netzwerken, die man hier in Europa vielleicht gar nicht so kennt, damals auch gar nicht so kannte. Bolt zum einen Classmates, Planet All, The Globe und Six Degrees. Six Degrees war ein früher Versuch, eine Art Business-Netzwerk zu etablieren. Sie müssen bedenken, 1997 waren die technischen Möglichkeiten im Internet natürlich noch weit beschränkter. Bolt war eine Community für Teens, also die mittlerweile über 40-Jährigen. Damals noch, man sieht hier am Screenshot ein wenig, natürlich recht Oldschool-Layout, vergleichsweise wenig Interaktion und schon gar kein Multimedia, war eigentlich so eine Art Mischung aus Kontaktverwaltung und Inbox-Dienst, relativ angelehnt an die frühen E-Mail-Systeme. Und dann geht es auf die Jahrtausendwende zu,
Da hat sich relativ wenig getan. Sie sehen aber, diese Netzwerke konnten sich durchaus eines beträchtlichen Wachstums erfreuen. Bolt hatte damals 2 Millionen Nutzerinnen, lächerlich heutzutage könnte man sagen, aber für damals, für einen Online-Service eine gewaltige Zahl von Nutzerinnen. Ich kann mich erinnern, einen Six Degrees-Account hatte ich auch einmal. Das war immerhin, haben die vor der Jahrtausendwende noch die Million deutlich überschritten, wie Sie hier sehen, 1998. Dann kam Open Diary dazu. Open Diary war eine der frühen sehr populären Blogging-Plattformen, wo man sich eben registrieren konnte, so wie WordPress.com heute auch noch funktioniert und dann sein eigenes Blog anlegen, hat dem ganzen Thema Bloggen einen starken Push verliehen. Sind solche Blog-Plattformen, Social-Media-Plattformen, und ich würde sagen, es ist ein Zwischending. Genau wie WordPress.com hatte auch Open Diary nicht nur die Funktion, das eigene Blog zu betreiben, sondern man konnte sich auch mit anderen Bloggern vernetzen, deren Beiträge abonnieren. Also durchaus sozusagen gewisse Newsfeed-Charakteristika, die man damals schon vorfand. Classmates ebenfalls bereits über 1 Million. Und Sie sehen die Entwicklung der Social-Media-Zahlen insgesamt. Dann kam LiveJournal auf den Markt, ursprünglich ein eigener Anbieter, auch eine Blog-Plattform, später dann von Microsoft gekauft. Wir sind im März 1999, Juni. Wir nähern uns der Jahrtausendwende und dem Millennium-Bug, der dann doch nicht alle Computer außer Kraft gesetzt hat. Und ab 2000 geht es dann mit Classmates richtig los. Da war auch schnelleres Internet in immer mehr Haushalten verfügbar. Aber der Großteil dieser Zahlen, die Sie hier sehen, die beziehen sich auf die USA. Da waren diese Netzwerke weitaus populärer als in Europa. The Globe erlebt kurz nach der Jahrtausendwende einen kurzen Höhenflug. LiveJournal, die Jahre 2001 bis 2010 oft auch als die goldene Ära des Bloggens bezeichnet. Habe ich selber auch genossen, damals einige Jahre mit einem recht populären deutschsprachigen Blog. Und 2003, und da haben wir dann so den ersten, eines der ersten Social Media Networks moderner Prägung, zum einen Friendster, also auch ein Vorläufer von Facebook, wenn Sie so wollen, und natürlich MySpace, das sicherlich viele von Ihnen auch noch kennen, ebenfalls bereits sehr früh dabei Xing. Und hieß damals noch OpenBC, das deutsche bzw. deutschsprachige Pendant zu Xing. Six Degrees näherte sich schon dem Ende seiner Popularität. Und MySpace bot den Nutzerinnen, und das war damals eine ziemliche Alleinstellungsplattform, als eine der wenigen Anbieter die Möglichkeit, das Profil weitgehend frei zu gestalten. Sie konnten da von animierten GIFs bis Tod und Teufel eigene Stylesheets, Farben und so weiter unterbringen, war sehr populär. Und dann so ab 2004 begann die Social Media Szene oder begannen die Anbieter geradezu zu explodieren. Facebook in den ersten Jahren nur für Ivy League Absolventen zugänglich, betritt hier die Bildfläche mit einer bescheidenen knappen Million Nutzern noch 2004. Da waren Orkut, einer der frühen Versuche von Google übrigens, ein Social Network zu etablieren, Tagged, High Five, Friendster sehr viel populärer und Classmates nach wie vor, die profitierten hier sehr davon, dass sie sehr früh dabei waren, aber wie Sie vielleicht sich auch erinnern können an, wie hieß das, V-Kontakte war in Russland, das deutsche StudiVZ bzw. SchülerVZ. Auch die waren eine Zeit lang sehr populär, aber es kam dann irgendwann eigentlich relativ bald der Punkt, wo alles in Richtung Facebook kippte. Und Sie sehen hier Reddit, auch eine, ich würde sagen, eine Mischung aus Social Media Plattform und Foren oder Forum. Reddit, eine der wenigen Plattformen aus dieser frühen Ära, die nicht nur überlebt haben, sondern nach wie vor sehr populär sind. Die Stärke von Reddit mittlerweile ist, dass sie dort sehr, sehr, sehr fachspezifische Diskussionen finden. Ich habe vor einigen Tagen einen neuen Rechner zusammengebaut und hatte da ein paar Problemchen mit der Speicherkonfiguration. Und wenn Sie dann genau recherchieren, irgendwann landet man auf den Herstellerseiten und dann, wenn es noch detailliertere Informationen gibt, dann landet man auf Reddit mit so ziemlich jedem Thema. Ist auch gut indexiert in Google. Was hat Reddit als Forum überhaupt hier in diesem Reigen der Social Media Plattformen zu tun? Nun, Reddit hat sehr starke Social Media Funktionalitäten. Die Antworten können rauf bzw. runter gewotet werden. Also auch hier entscheiden die Nutzer über die Inhalte. Sehr, sehr populär war hier
kurze Zeit sogar dann unter den Top 5, beziehungsweise sogar eine Zeit lang die populärste Social Media Plattform 2006. Und dann beginnt der Aufstieg von Facebook mit den ersten 20 Millionen im Jahr 2007. Aber MySpace und Reddit sind hier noch ziemlich unangefochten an der Spitze. Aber mit der steigenden Skalierung, mit neuen Funktionen wird Facebook immer attraktiver und setzt sich eigentlich innerhalb von nur 2 Jahren oder einem Zeitraum von nicht einmal ganz 2 Jahren an die Spitze der sozialen Netzwerke. Und Sie sehen auch hier unten diese Zahl eingeblendet. Das ist die Summe, dass aller dieser Zahlen, kann man, sind natürlich keine Unique-Zahlen und man kann ja nicht wirklich so addieren, aber das gibt einen Überblick über die insgesamt steigende Popularität oder über die Nutzung von Social Media. Und Sie sehen bereits 2010, also vor mittlerweile 12 Jahren, hat Facebook mehr als doppelt so viele Nutzer als das damals noch zweitpopulärste Netzwerk Reddit. In China startet Sina Weibo, eine Mischung aus Messenger, Chat und Social Media Network und E-Commerce, nach wie vor wahnsinnig populär dort. Tumblr erlebt in den USA einen Höhenflug, nicht zuletzt deshalb, weil das Unternehmen, das dann später von Yahoo gekauft wird, im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Unternehmen sehr, sehr laxe Zensurmaßstäbe anlegt. Ganz konkret bedeutet das, Tumblr erlaubt, dass eine der wenigen Seiten das Wort Fuck in dem Namen von Microblogs, weswegen es dort auch jede Menge Fuck yeah 80s, Fuck yeah Rock Music, whatever Blogs gibt. Eine Zeit lang sehr, sehr populär und galt als relativ wilde und unzensierte Plattform, wurde dann, wie gesagt, später von Yahoo gekauft, spielt mittlerweile nur mehr eine sehr untergeordnete Rolle. In diesen 5 Jahren tut sich hier hinten einiges. Pinterest und Twitter schaffen es jeweils über die 100-Millionen-Marke, aber Sie sehen, Facebook ist noch mit weitem Abstand und unangefochten hier vorn. Vine ist für kurze Zeit irrsinnig populär, wird dann von Twitter gekauft. Kurzvideos war durchaus ein gewisser Vorläufer, würde ich auch sagen, von TikTok. Dann kommt Snapchat. Snapchat, die erste Social Media Plattform, die dieses Prinzip des öffentlichen Postens umdreht. Die Inhalte werden automatisch nach 24 Stunden gelöscht. Die Usability ist, ich sage mal, sehr stark auf Millennials und junge Nutzer ausgelegt und nicht zuletzt ganz, ganz wesentlich bei Snapchat. Die haben das Story-Format erfunden, also auch dieses vertikale Format am Handy mit den interaktiven Stories, Stickern und allen möglichen Funktionalitäten. Und in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so im Fokus wie in der Beginnzeit, aber ganz interessant, Snapchat hat immer wieder eigene Hardware und Glasses auf den Markt gebracht und erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Musical.ly ist ja der später dann umbenannt in TikTok und wir haben hier auch schon Instagram unter den Top 3, WeChat ebenfalls primär im asiatischen Raum populär. Reddit wächst immer noch, wenngleich auf wesentlich niedrigerem Niveau. Wir nähern uns der Gegenwart und haben hier insgesamt bereits mehr Nutzer als Weltbevölkerung. Wie gesagt, man kann diese Zahlen natürlich nicht zusammenzählen, weil die meisten Social Media Nutzer ja mehr als eine Plattform verwenden. Und daran hat sich dann vom Jahr 2020 bis heute recht wenig geändert. Facebook, vor allem in Kombination mit der Instagram-Nutzerbasis, das populärste und größte Social Media Netzwerk. TikTok, Sie haben es vorhin auch in dem anderen Video gesehen, 2021 und 2020, glaube ich, sogar die meist heruntergeladene Applikation im App Store. Diese Entwicklung der Plattformen, das kommt in der Grafik nicht so raus, weil hier nur die wirklich großen aufgezählt sind. Natürlich im Kontext oder im Sog des Erfolgs dieser großen Social Media Plattformen gab es eine ganze Reihe von Nachmachern oder Versuchen, natürlich Konkurrenz zu Facebook zu etablieren. Und so zwischen 2010 und 2015 gab es, glaube ich, gut und gern 200 bis 300 Social Media Networks, die alle versucht haben, um die Gunst der Nutzerinnen zu buhlen. Natürlich ist eine Sache oder ein Faktor, der ganz, ganz eine ganz starke Rolle spielt, sind die sogenannten Economies of Scale. Genauso wie ein Marktplatz ist eine Social Media Plattform umso interessanter, je mehr Teilnehmer sie
benutzen. Das ist genau das Gleiche, wenn Sie da, um ein Beispiel aus dem vorigen Jahrtausend zu nehmen, wenn Sie der Einzige sind, der ein Faxgerät besitzt, ist das Faxgerät ziemlich nutzlos und ziemlich das umgekehrte Prinzip von Bildern oder Kunstwerken. Da ist die Einzigartigkeit wichtig. Bei Netzwerkmedien geht es darum, je mehr Teilnehmer, desto höher der Wert für alle Beteiligten. Insofern ist es natürlich schwierig, wenn jemand bereits mal eine so marktbeherrschende Stellung wie Facebook hat und dann auch noch recht schlau einkauft mit Instagram und WeChat, das später wieder aufzuholen. Außer man hat eine ganz spannende neue Idee. Vollkommen berechtigte Frage von Danilo Boss13, wieso ist YouTube hier nicht dabei? Keine Ahnung, wieso die das nicht reingenommen haben. YouTube ist natürlich die zweitmeist aufgerufene Seite der Welt und selbstverständlich eine Social-Media-Plattform, beziehungsweise eigentlich erfüllt YouTube ja eine duale Funktion, auf der einen Seite als Social-Media-Plattform, auf der anderen Seite als Video-Hoster. Wir haben uns jetzt hier nur die populärsten Netzwerke, die Zahlen der letzten Jahre angeschaut, aber wie hat das Ganze begonnen? Hier eine kurze Zusammenfassung der Geschichte von Social Media. Nochmal einen etwas detaillierteren Blick, das bereits erwähnte Six Degrees. Das war die erste Seite, die es sich auf die Fahne geschrieben hatte, dass man es Business-Nutzern vor allem einfacher machen wollte, eben Kontakte zu finden, auch mit ehemaligen Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben. Na, da steckt schon einiges des späteren Gedankens von LinkedIn bzw. Xing drin. Gestartet im Mai 1997 und dann bereits wieder zugesperrt zur Jahrtausendwende im Jahr 2000. Aber so die erste Business-Social-Media-Plattform. Und dann 2002 Friendster, die erste große populäre Plattform, wurde dann irgendwann von Facebook gekauft. Die Idee von Friendster beruhte sehr stark eben auch auf dem Newsfeed und auf den Postings der Nutzer. 2003 MySpace zeigte dann, was möglich ist mit populären Social-Media-Plattformen und 2008 mehr als 75 Millionen Besucher bereits dann später von Rupert Murdoch gekauft und in Rekordzeit sozusagen, könnte fast sagen, hingerichtet oder zerstört. Gibt es immer noch als Musikservice, erfreut sich aber sehr minderer Popularität mittlerweile. Interessant, am Launch von Facebook im Mai 2005, wie bereits erwähnt, war ursprünglich nur für Ivy League Studenten zugänglich. Das heißt, die ersten paar hundert oder ersten paar tausend Nutzer kamen dementsprechend auch aus, ich sage mal, großteils sehr privilegierten, wohlhabenden Familien mit hohem Bildungsniveau, was für den Launch sicherlich relativ hilfreich war. Zwei Jahre später dann zugänglich für die interessierte Öffentlichkeit und bereits im April 2008 hatte Facebook mehr Nutzer als MySpace. Damals, kann man sich heute kaum vorstellen, gab es aber noch keinen Like-Button, der kam auf Facebook erst im Jahr 2009 dazu. Ja, die Videos sind da ein wenig abgeschnitten, aber ich tue Ihnen dann die Originallinks dazu. Geht nur um die Übersicht hier. Könnten den Bottom Bardo ausblenden, ja, dann sieht man mehr von den Videos. Das nächste Netzwerk, das heute, würde ich sagen, eines der wichtigsten oder das wichtigste im Businessbereich ist, ist LinkedIn. 2003 gelauncht, ursprünglich ausschließlich als Sammlung von Lebensläufen, also beim Start von LinkedIn gab es noch keine Social-Media-Funktionalitäten, keine Newsfeed, keine Posting-Möglichkeiten, das kam erst dann später dazu, als Jeff Weiner CEO wurde. Hier haben wir das vorhin erwähnte YouTube. Das erste Video vom April 2005 ist immer noch online, können Sie sich anschauen, das hat einer der YouTube-Gründer, nämlich Javed Karim, hochgeladen. Das ist ein Affe war es, ein kurzes Video, das er im San Diego Zoo aufgenommen hat. Gegründet von drei früheren Angestellten von PayPal und dann später bekanntlich von Google gekauft und auch relativ eng in die Suchmaschine integriert. Mittlerweile ein eigenes Ökosystem mit Abo-Modell, Premium-Accounts und allem möglichen. Wie bereits erwähnt, die zweithäufigst besuchte Seite der Welt. Im März 2006 betritt dann Twitter den Ring oder die Arena, bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, nicht zuletzt wegen der starken Nutzung durch Politiker.
Das einzige Social Media Netzwerk, das nicht filtert, aber von der Größe her nicht vergleichbar mit Facebook. Eine recht spezifische Nische besitzt Pinterest, nach wie vor die einzige Seite mit einer deutlichen Überzahl von weiblichen Nutzerinnen. Sehr populär im DIY, aber interessanterweise auch im Hochzeitsplanungsbereich. Pinterest hat konsequenterweise seit der Gründung der Seite nie Zahlen für einzelne Länder und auch nicht für Europa ausgewiesen. Es ist relativ schwer, das Ganze einzuschätzen, stagniert aber seit einigen Jahren auf recht hohem Niveau mit einer einigermaßen treuen Fan-Community, auch gut in Google indexiert. Instagram, sicherlich einer der schlauesten Käufe von Facebook, begann ja ursprünglich nicht als Social-Media-Netzwerk, sondern als alternative Kamerasoftware mit einem gewissen Instamatic, also Sofortbild-Kamera-Charme, daher ja auch der Name. Instagram befeuert natürlich auch den Selfie-Trend. Da konnte Google auch nicht zurückstehen und launchte 2011 Google Plus. Der Versuch eines technisch recht avancierten Netzwerks hatte nominell sehr hohe Nutzerzahlen, weil jeder YouTube-Nutzer automatisch auch einen Plus-Account hatte, wurde dann aber nichts und musste von Google wieder eingestellt werden. Ganz anders Snapchat, also wie gesagt die Erfinder des Story-Formats und ganz klar positioniert durch deutlich in der jüngeren Zielgruppe. Vine machte das Video-Loop-Format populär, auch die ersten, die einige dieser Time-Manipulation-Effekts anbieten, kurz für Vignette, und wurde im Jahr 2017 dann wieder geschlossen, wegen mangelnder Monetarisierungsmöglichkeiten letztendlich. Ganz anders sieht die Sache bei TikTok aus. Die hatten, und ich habe versucht, das zu recherchieren, aber es ist für mich bis zu einem gewissen Grad nach wie vor ein Mysterium. TikTok hatte, als er noch Musical.ly hieß, wohl offenbar sehr früh mit vielen Major-Labels Verwertungsrechte abgeschlossen. Wie ihnen das gelungen ist, schwer zu sagen. Aber wie Sie wissen, die einzige Plattform, auf der eine recht große Auswahl an frei nutzbarer kommerzieller Musik zur Verfügung steht, zumindest für private Nutzer. Und mittlerweile auch sehr, sehr stark im Livestreaming-Bereich. Ich habe für die von Ihnen, die sich noch etwas genauer mit den einzelnen Plattformen befassen wollen, noch zwei ausführliche Videos, die ich Ihnen ebenfalls verlinken werde. Aber abschließend möchte ich noch sagen, ganz entscheidend für die Entwicklung von Social Media, für die für die Differenzierung der einzelnen Plattformen, waren zwei Entwicklungslinien. Zum einen selbstverständlich die Technologie. So in den 90er Jahren wurde das World Wide Web zum Massenmedium. Ich glaube 1995 oder so hatten über 40% der österreichischen Privathaushalte Internetzugang. Mobiles Internet war damals noch eher kein Thema. Aber seitdem haben sich natürlich zum einen die Leitungsgeschwindigkeiten permanent vergrößert, die Leistungsfähigkeit der Endgeräte, und wir haben zusätzlich zu den stationären Geräten eben auch noch die Smartphones, auf denen Internet permanent verfügbar ist. Das ist sicherlich ein technischer Entwicklungsvektor, der Social Media sehr stark begünstigt hat. Zum anderen ist aber die Idee, diese anfallenden Metadaten zu nutzen für die Strukturierung von Informationen, eigentlich eine, die durchaus schon vor, ich sage mal, der technischen Implementierung in Form des Internet auftaucht. Es gab, und der mittlerweile leider bereits viel zu früh verstorbene Frank Hartmann, der lange Zeit auch hier bei uns am Institut unterrichtet hat, hat ein sehr spannendes Buch über diesen belgischen Forscher geschrieben. Es gab den Herrn Paul Otley, der bereits vor dem Ersten Weltkrieg begann, sich mit Informationssystemen zu befassen, der einen Entwurf zeichnete, der scheiterte in der technischen Umsetzbarkeit einer Art Universalbibliothek. Da steckte ein Gedanke drin, der ganz zentral ist für Social Media, sich der Herr Otley damals gedacht hat, war: Wenn ich eine Bibliothek betreibe, dann gibt es einen Karteikasten, und wenn Sie ein Buch ausleihen, wird das eingetragen, damit die Bibliothek auch weiß, das Buch muss wieder zurückgegeben werden. Das heißt, Sie sammeln da diese Metadaten, und seine Grundidee war, wenn Sie jetzt in die Bibliothek gehen und die Bibliothek weiß, welche Bücher Sie gelesen haben, dann wäre das doch eine interessante Grundlage, um Ihnen Bücher zu empfehlen, die andere Personen gelesen haben, die ebenfalls sich für ihre Bücher interessiert haben. Also quasi Empfehlungen basierend auf dem persönlichen Leseverhalten. Sie können sich vorstellen, und
Bolo Klee hat versucht, das Ganze technologisch in Form eines sehr avancierten mechanischen Karteikastens abzubilden. Das ist kaum möglich ohne digitale Systeme, das ergibt sofort sehr, sehr komplexe Datenmodelle. Aber diese Idee, dass wir unsere Metadaten, wenn Sie so wollen, nutzen, um Informationen zu strukturieren, die ist tatsächlich alles andere als neu. Und ein ganz zentraler Bestandteil von Social Media. Wir erleben jetzt eigentlich seit immer, wenn man genau hinschaut, sondern seit wir Medien benutzen, eine Zeit der explodierenden Informationsmengen. Da gibt es eine starke quantitative Steigerung, aber die ersten Klagen über Beschleunigung des Lebens, die stammen aus der Zeit früher Hochkulturen. Nichtsdestotrotz, Buchdruck, bewegliche Lettern, elektronische Medien, dann digitale Medien. Wir produzieren von Jahr zu Jahr mehr Information pro Zeiteinheit. Wir kommunizieren mehr und der Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden. Das heißt, die Thematik der Filterung oder personalisierten Filterung ist sicherlich auch eine der Grundlagen für Social Media Plattformen. Wenn Sie sich überlegen, wie traditionelle Massenmedien funktionieren, eine Tageszeitung, eine Radio- oder Fernsehredaktion erfüllt bis zu einem hohen Grad nicht nur die Aufgabe, diese Inhalte aufzubereiten und zu produzieren, sondern sie ist auch Gatekeeper. Sie wählt aus, welche Inhalte relevant sind. Was kommt in die Zeitung, was kommt auf die Titelseite, was packt man weiter hinten ins Ressort. Also die Redaktion ist für Relevanzwertungen zuständig. Dann hatten wir digitale Medien und irgendwann Google als dominierende und einzige Suchmaschine. Das ist immer noch ein großes politisches Thema. Jetzt ist Google für die Relevanzwertung in der Suche zuständig. Und parallel dazu haben wir Social Media Plattformen. Was Social Media Plattformen im Kern ja tun, mit Ausnahme von Twitter, ist Inhalte für sie filtern, basierend auf verschiedenen Kriterien, basierend auf ihren Reaktionen, auf dem Profil der Aktivitäten aus der Vergangenheit, aber auch basierend auf den Interessen ihres Netzwerks. Simpel gesagt, wenn Sie die Page eines Kuchenherstellers auf Facebook abonnieren und dann immer wieder auf Like klicken, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Facebook Ihnen weitere Postings anzeigen wird. Genauso, wenn sehr viele Personen aus Ihrem Umfeld, aus Ihrem Facebook-Freundeskreis auf diesen Beitrag reagieren, wird Ihnen Facebook diesen Inhalt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit anzeigen. Das bedeutet, sehr viele Inhalte, die Sie grundsätzlich sehen könnten, weil sie von Freunden gepostet werden, von Connections, wie es auf LinkedIn heißt, von Personen, denen Sie folgen, von Unternehmen, denen Sie folgen, die werden in Ihrer Timeline gar nicht angezeigt, sondern ausgefiltert, weil das System davon ausgeht, das gehört nicht zu den für Sie interessantesten Inhalten. Und diese Filterung von Social Media Plattformen ist zum einen ein ganz zentraler Bestandteil, der größere Informationsmengen überhaupt erst managebar macht, bietet zum anderen natürlich auch vollkommen neue Möglichkeiten und Optionen bis hin zu Manipulation im politischen Bereich. Aber tatsächlich ist Social Media auch zum einen natürlich basiert das auf den technischen Grundlagen und ist zum einen auch eine Reaktion auf diese zunehmende Notwendigkeit bzw. den Wunsch, Informationen zu filtern. Denise Nachbar fragt, bekommen wir die Folien auch auf Moodle zur Verfügung gestellt? Nein, keine Folien, die Textzusammenfassung und die Videos. Das sind großteils Videos, die ich hier verwende. Eine gute Frage zum Abschluss. Müssen wir alle Daten auswendig lernen? Nein, selbstverständlich nicht. Es geht mir wirklich überhaupt nicht darum. Ich zeige Ihnen das als Überblick. Ich werde bei der Prüfung auf gar keinen Fall Nutzerzahlen oder Jahreszahlen oder irgendwas in die Richtung fragen. Dafür gibt es das Internet, da können Sie ja nachschauen. Einer meiner Lieblingskommunikationsphilosophen, Wilhelm Flusser, hat vor einigen Jahrzehnten mal geschrieben, die digitalen Medien, und es gibt viele, die das ganz diametral sehen, die machen uns nicht dumm, sondern die führen dazu, dass wir die Kapazität unserer Brainbox nicht mehr primär dazu nutzen müssen, Daten und Fakten zu speichern, sondern uns kreativeren Dingen zuwenden. Wozu sich merken, wie viele Nutzer Facebook 2017 gehabt hat, wenn man es jederzeit nachschauen kann. Also kurz gesagt, nein. Mir ist es wichtig, dass Sie die grundlegenden Zusammenhänge verstehen und eine offene Frage könnte dann eher so lauten, basierend auf welchen Kriterien filtern Social Media Plattformen sicher keine konkreten ZDF-Zahlen, Daten, Faktenfragen. Auch eine Ghost in the Machine. Auch eine gute Frage von Schmetterlingspflanze. Zählt WhatsApp auch zu den Social Media Plattformen? Ich würde sagen, das ist auch so ein Mischding. Wir werden uns in der nächsten Woche noch näher mit den Definitionen befassen. Die Antwort ist ein ganz klares Jein.
Zum einen ist WhatsApp primär ein Messaging-Dienst. In der frühen Zeit übrigens gehasst von Telekommunikationsanbietern als sogenannter OTT, Over the Top. Müssen Sie sich vorstellen, es gab mal eine Zeit, da haben die mit SMS wirklich Geld verdient. Dann kam WhatsApp und ähnliche Dienste und bieten dasselbe Service im Wesentlichen gratis an. Primär Messaging-Dienst, aber natürlich zum einen durch die Gruppen, genau wie Telegram und andere Messaging-Services, aber auch durch die Möglichkeit, WhatsApp-Channels als Kommunikationskanal für Unternehmen zu verwenden, zu abonnieren und so weiter, stecken da natürlich Social-Media-Aspekte drin. Ich würde sagen, das ist so eine Chat-Plattform mit starken Social-Media-Charakteristika. Ist bei Sina Weibo übrigens ähnlich, da ist auch der Chat die zentrale Funktion. Ja, und damit Punktlandung nach 60 Minuten. Ich bedanke mich und freue mich, dass so viele von Ihnen bis zum Ende dabei sind. Twitch zeigt ja den Counter. Freut mich sehr. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Wenn Sie die Aufzeichnung sofort sehen wollen, die steht auf Twitch gleich online. Und ansonsten werde ich es immer spätestens bis zu unserem nächsten Termin in Moodle gemeinsam mit der Zusammenfassung hochladen. Nächste Woche dann mehr zu Social Media Definitionen und zu unserer bzw. Ihrer ersten freiwilligen Übungsarbeit. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche noch einen produktiven Donnerstag und eine schöne restliche Woche.